Heute erfahren wir mehr über die Geschichte und auch, warum es nicht erlaubt ist, einen Pömpel zu verwenden. Es war nicht einfach, doch Mutti brachte den Rabbits Kompetenz in den Bereichen Maschinenbau, Robotertechnik und Dörrfleischzubereitung bei. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario & Rabbits Sparks of Hope hier auf Katze und... Ja, ich hätte mich nicht drehen sollen. Besiege alle, wir sind direkt in einem Kampf verwickelt, allerdings nur ein kleiner Kampf. Besiege alle, 14 Gegner sind es. Ich glaube, so wie das aussieht, 13 Bob-Oms. Weil es nur ein Federvieh gibt. Federvieh ist ja der große, starke Claudius da oben. Und ich glaube, das sieht nach einer guten Kombination aus. Probieren wir das mal aus. So, zack, zack, zack. Große Kettenreaktion und... Bum, 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 bum. Ui, gleich mal 7 Gegner besiegt. Das waren allerdings auch nur Bob-Oms. Von daher gar nicht der Rede wert. So, rüber mit unserer lieben Rebella. Und hier haben wir die Möglichkeit... Oh, ich glaube, ich brauche noch einen Sprung. Einen Sprung von Rabbit Mario, damit ich zu meinem guten Kumpel komme. Denn ihr wisst ja, Rebella hat 4 Rasereien möglich. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll. So, guck mal. Ich könnte jetzt auch hier mal alle anlocken. Okay, machen wir das doch mal so. Vielleicht ist das sogar eine noch bessere Möglichkeit. So, hallihallo, großes Zusammentreffen. Dann setzen wir hier mal eine Raserei ein und können dann noch eine Bombe ins Feld werfen, wenn wir denn möchten. Oder wir warten einfach. Sie explodiert von selbst. So, alle mal weg. Achtung, Achtung, jetzt geht's los und kabam. Oh, 2 Treffer, hat sogar den Kollegen mitgenommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was machen wir allerdings jetzt hier mit unseren Freunden? Die sind so weit weg von den Bob-Oms. Vielleicht bringt das ja etwas, wenn ich da nach vorne gehe. Ah, ich komme aber nicht zu meinen Gegnern. Und ihr auch nicht. Ah, Moment, ich habe ja noch einen Schleim. Vielleicht kann der Schleim noch für eine Kettenreaktion sorgen, indem er die Bob-Oms attackiert. Okay, vielleicht auch nicht. Gut, dann eben in 2 Runden. Alles halb so wild. So, ja, ja. Nein, nein, okay. Die sind einfach so explodiert. Letzter Gegner. Das macht vielleicht Schleimi. Vielleicht auch nicht. Oder? Ich weiß auch nicht, warum er gegen die Wand schießt. Nichtsdestotrotz haben wir es jetzt geschafft. Einmal Raserei. Einmal die Bombe schnappen. Und weg damit. Supidupi. Außerhalb der Reichweite. Und damit haben wir die Schlacht schon gewonnen. Aber, ja, war ja keine große Schlacht. So, da vorne ist eine Röhre. Die bringt uns gleich weiter. Wer bist du denn? Dieser Weg führt zur Windmühle, aber ich würde ihn meiden, denn es befindet sich ein Tentakel darauf. Ja, das haben wir uns schon fast gedacht. Wir sind aber mal mutig und reisen weiter. Oh, hier gibt es Bilder. Ich bin gespannt. Faszinierend. Das hier ist das erste aus einer Reihe von Wandgemälden, die die Geschichte von Mutti erzählen, der berühmten Mechanikerin und Wächterin dieses Planeten. Alles begann, als die wilde und ungezügelte Mutti hier auf einem 10 Planeten quer durch die Galaxie Roadtrip einen Zwischenstopp einlegte, um eine Packung Dörrfleisch zu kaufen. Oh, das liebe ich ja sehr. Geschichten zu einem Planeten. In dem Fall Geschichten zu Mutti. Warum ist Mutti hierher gekommen? Was sind die Beweggründe? Und so weiter und so fort. So, da gibt es nichts Verstecktes. Dann einmal auf die andere Seite. Oh, yeah. Und ein weiteres Bild für uns. Ich bin gespannt. Mutti ahnte nichts Böses, aber als sie sah, wie einige Rabbits von einem mechanischen Monster bedroht wurden, eilte sie ihnen zu Hilfe. Die Rabbits hier hatten den schrecklichen Roboter selber erfunden, neben anderen Monstrositäten, die den Planeten nach und nach auseinandernahmen. Oh weia. Natürlich sind mal wieder die Rabbits schuld, weil die einfach so einen Roboter erstellt haben. Na toll. Naja, was soll's. So ist das eben mit unseren Rabbits. Manchmal zuckersüß und sehr, sehr lieb, manchmal auch sehr chaotisch. Aber deswegen haben wir sie doch gern, oder? Wie seht ihr das? Seid ihr Rabbits-Fans? Oder seid ihr mehr Fans von den Originalcharakteren von Mario und Co.? Der finstere Zeit-Tentakel auf der Windmühle wird sich auf das Stromnetz ausbreiten.
Ja, wir müssen unbedingt jetzt Abhilfe schaffen und diese Tentakel entfernen. Gefahr betreten verboten. Oh, riesiges Kampffeld. Besiege Weckmänner. Also nur die mit den lilafarbenen Haaren sind für uns interessant. Alle anderen Gegner kann ich theoretisch ignorieren. Hm. Da will ich mal nachsehen. Weckmänner haben eine Windstoßschwäche. Und wir haben 5 auf dem Feld. Wie ihr sehen könnt, sind meine Gegner aber auch sehr, sehr weit verstreut. Und sind nicht unbedingt in Reichweite. Deswegen ist Luigi, glaube ich, ziemlich wichtig für den Kampf. Weil er aus sehr, sehr weiter Distanz mit seinem Pfeil und Bogen schießen kann. So, dann deswegen, ihr habt es ja schon gesehen, Rabbit, Peach, auch im Team, um uns zu heilen. Man weiß ja nicht, wie schwer der Kampf sein wird. Und so eine Heilungsperson oder eine Schutzperson wie Prinzessin Peach ist nicht verkehrt. Und Rebella, um einfach mit der Raserei auch nochmal viel, viel Schaden zu machen. So, Windstoß ist wichtig, deswegen auch Windfähigkeiten, Windraserei. Der Aero-Shaker und natürlich der normale Windschuss für Luigi. So, jetzt machen wir hier noch einen Wechsel. Ich finde den schwarzen Schutzschild-Spark persönlich zumindest besser als den Reflexis, also den blauen Schutzschild-Spark. Weil er einfach einen, in meinen Augen, besseren Effekt hat. So, jetzt ist die Frage, wie wollen wir den Kampf angehen? Ich flieg erstmal darüber und versuche jetzt hier direkt mal mit meiner Fähigkeit, den Heini hier zu besiegen. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, Rebellas Bewegungsradius erweitert sich durch jede einzelne Raserei. Oh, jetzt haben wir den da runtergeschubst. Oh nein, ich komme aber nicht runter. Oh, Teppichtörtchen. Das habe ich jetzt ein bisschen vermasselt. Weil ich nicht gedacht hätte, dass der da... Oh, Moment. Ach so, ich habe ja keinen Teamsprung mehr. Oh, ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Ich muss also meinen Bewegungsradius erweitern mit den Turbo-Schuhen. So komme ich zumindest runter. Und kann noch mal ein bisschen für Furore sorgen. So, jetzt komme ich sogar noch zum anderen Weckmann. Und habe sogar noch 2 Rasereien übrig. Nutze ich gleich mal. Erstmal so. Ah, ja, perfekt, perfekt. Bloß nicht weg. -1. Und wieder einer besiegt. 2 von 5 bereits in der ersten Runde besiegt und das nur mit Rebella. Das ist doch schon mal ein fabelhafter Start. So. Das ist relativ weit weg. Ich komme mit dem Waldmeister auch nicht ganz durch. Oh, diese schöne, dramatische Musik. Oh, ja, ja, ja. Ich liebe die Musik in diesem Spiel. So, so, so schön geschrieben. So schön komponiert. Okay. Rabbit Peach. Was machen wir mit dir? Hier ist ja auch noch ein Weckmann. Schockwellenwindstoß. Das ist schon mal ein wichtiger Start, denke ich. So, der wird einfach noch... Oh, cool. Das hat sich gelohnt. Und da vorne ist noch ein Wasserfass. Könnten wir theoretisch auch noch aktivieren. Ui, das würde den Weckmann besiegen. Machen wir. Das machen wir auf alle Fälle. Zack, noch weiter weg. Der wäre jetzt besiegt. Ja, mit Luigi sind leider alle Gegner außer Reichweite. Ich kann mit Luigi tatsächlich nicht viel in dieser Runde tun. Okay. Ich könnte den Frosty noch umhauen. Komm, ich mach mal den Eisenblick. Nur damit wir unseren Frostgegner besiegen. Nur für den Fall der Fälle. Falls er sich Richtung Rebella bewegt. So, zack. 1320 Schadenspunkte. Ja, cool, cool, cool. Den müssen wir attackieren. Ah, ärgerlich. Und ein kleiner Knecht kommt dazu. Die halten allerdings nicht viel aus. Das ist so das Fußvolk in dem Spiel. Das waren ja auch ganz am Anfang die allerersten Gegner. Die können nicht viel ausrichten. Oh, ich bin blockiert. Habt ihr das gesehen? Ich wurde vereist mit Rebella. Rebella kann sich in der Runde leider nicht fortbewegen. Aber alles gut, alles paletti. Luigi kommt, um uns zu unterstützen.
So, ich habe sogar noch einen Teamsprung offen. Mach ich auch gleich mal. Um dann gleich hier rüber zu kommen. Denn die Wegmänner sind ja viel wichtiger. So, jetzt ist die Frage. Raserei ist einfach besser. Raserei und Unsichtbarkeit. Je weiter weg ich stehe, desto mehr macht das auch Schaden. Das darf ich auch nicht vergessen. Puh. Ich sollte den Heini aber auch besiegen. So, wir setzen erstmal den Windstoß ein. Kann ja nicht verkehrt sein. Jetzt mache ich hier... Ah, Moment. Wir machen hier die Raserei. Weil dann kann Rabbit... Also, dann kann Rebella mit ihrem Angriff noch... Also mit der Aero-Klinge noch den Frosty besiegen. So, der ist besiegt. Jetzt kommt die Aero-Klinge, weil ich ja gerade feststecke und mich nicht fortbewegen kann. Hoffentlich erwischt er mich aber nicht mit dem Eisangriff. Oh, doch noch erwischt. Egal. Alles gut, wir haben noch genug Energie. Nur Luigi nimmt es gerade richtig mit. So treffe ich den anderen. Den finde ich ja viel, viel wichtiger. Ja, den treffe ich. Mach ich. Let's go! Drei wichtige Treffer für uns. Und viel mehr kann ich nicht tun. Ich schütze mich aber. Für den Fall der Fälle. Und dann haben wir die Runde soweit erfolgreich gemeistert. Für uns zumindest. Der flüchtet. Der hat Angst vor uns. Und viel mehr passiert nicht. Es erscheinen auch keine neuen Gegner. Dann spring ich mal rüber. Ein kleines Sprungspektakel. So, und zu meinem Gegner, mehr oder weniger. Ich schütze mich lieber. Damit habe ich zwar keine Raserei mehr, aber zumindest in der Nähe. Cool. Jetzt müsste ich nur noch einen Treffer landen. Oh, der ist immer noch zu weit weg, oder? Vielleicht kann ich das hier nochmal kombinieren. Ich glaube, wenn ich meinen Bewegungsradius erweitere, sollte ich auf die andere Seite kommen. Alternativ mit... Oh, Moment. Ich kann ja da runter und durch die Röhre. Natürlich. Ja, das reicht aus. Aber ich habe nur eine 50-prozentige Chance zu treffen. Egal. Ich sag mal so, no risk, no fun, oder? Moment, ich müsste das trotzdem schaffen. Komm, komm, drücken wir Luigi die Daumen. Oh, ich habe getroffen. Cool. Endlich ist das Glück mal auf meiner Seite. Wir haben die Schlacht gewonnen, weil wir alle fünf Wegmänner besiegt haben. So, was siehst du da vorne? Diese Windmühle versorgt Muttis Werkstatt mit Energie. Offensichtlich hat sie aber eine Fehlfunktion. Der Überfluss an Elektrizität, die hier erzeugt wird, muss die Ursache für diesen ungewöhnlichen Sturm sein. Also los, kämpfen wir gegen Windmühlen. Ei, ei, Kapitän Beepo. Dann geht's gleich weiter. Hier weht ein ungesunder Wind. Das ist die Aufgabe gewesen. Und es gibt ein neues Bild. Was steht da? Mutti fühlte sich mit diesen Rabbits verbunden, die ihr Leben wild und frei lebten, wie ein solarbetriebenes Auto ohne Bremsen. Doch diese Freiheit hatte ihren Preis. Ihr Leichtsinn hatte den einst so üppigen Planeten in eine Wüste verwandelt. Ob es wohl möglich wäre, beide Seiten miteinander zu vereinbaren? Das ist die große Frage. Das müsste doch möglich sein. Wenn Mutti sich so gut mit den Rabbits versteht, dann denke ich, dass sie einen Weg finden, um diese gemeinsame... Ja, ich sag mal, um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen und einen friedlichen Planeten zu haben. Mutti blieb dort, um den Rabbits zu zeigen, wie sie ihre Kreativität zu ihrem Vorteil einsetzen konnten, nicht zu ihrem Nachteil. Sie waren fasziniert. Die Vorstellung, nicht vor ihren eigenen Erfindungen fliehen zu müssen, war ihnen nie in den Sinn gekommen. Nie in den Sinn gekommen, das klingt so, als hätten sie immer was gebaut und wussten, oh oh, wenn wir etwas bauen, dann wird es gefährlich für uns. Ja, man sollte stets mit ein bisschen Grips an die Sache rangehen. Man sollte stets seinen Kopf einschalten und nachdenken. Lernen, dazulernen, wissbegierig sein. Ich selbst, das wisst ihr ja, ich liebe es, jeden Tag zu lesen und etwas Neues zu lernen. Und ich hoffe, dass ihr das genauso seht. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, denn wir in der Katzen-Community, wir lernen gerne dazu. Gehen gerne in die Schule, zur Arbeit, ins Studium, in die Ausbildung, lesen gerne Bücher, wollen gerne etwas Neues lernen, etwas Neues erfahren. Und das macht uns
allen eine Menge Freude. So, ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Der Finsterzeit-Tentakel, ja, das ist nicht relevant für mich. Was genau muss ich tun? Etwas habe ich gerade hier nicht beachtet. Wo komme ich hier weiter? Moment. Das sollte doch nicht so schwer sein. Hier muss es irgendetwas geben. Eine Rampe, eine Leiter, einen Schalter, irgendetwas. Etwas zum Aktivieren, etwas Unsichtbares. Diese Leiter erreiche ich aktuell leider auch nicht. Aber alles nicht so wild. Hier drüben haben wir nur den Schalter. Ah, da ist sie ja, die Leiter. Die habe ich gerade eben irgendwie übersehen. Aber nicht so schlimm. So, jetzt haben wir hier eine Kiste. Und diese Kiste schieben wir darüber, sodass sie nach unten plumpst. Und unten kann ich sie auf den Schalter schieben oder ziehen. In dem Fall ziehe ich mit Luigi die Kiste auf diesen Schalter. Und erreiche somit die Röhre. Ich kann durch die Röhre gehen. Schwuppdiwupps. Was gibt es hier? Noch mehr Finsterzeit-Tentakel? Nee, das sind, glaube ich, Kabel. Kabel, die Elektrizität leiten und somit irgendetwas verbinden. Das sieht wie ein Computer aus. Ein Bildschirm, der aktuell nicht funktionstüchtig ist. Und da vorne gibt es weitere Hinweise. Okay, Beep-O, bitte erzähle uns mehr über diesen Planeten. Obwohl ihr die Neugier auf das Unbekannte in die Wiege gelegt worden war, verliebte Mutti sich in diesen Planeten und traf eine Entscheidung. Sie investierte ihre gesamten Ersparnisse und eröffnete eine Werkstatt samt Dörrfleischverkauf mit der Unterstützung ihrer neuen erlebnishungrigen Helfer. Mit Dörrfleischverkauf? Sie hat also auch eine Gastronomie gestartet. Sie ist in die Gastronomiebranche gegangen. Okay, da gibt es ein weiteres Bild, da schauen wir gleich nach. Was gibt es hier noch? Ganz viele Container, ganz viele Kisten. Einen Wegmann, den ignoriere ich jetzt aber erst einmal, den müssen wir ja nicht bekämpfen. Außer wir kriegen die Aufgabe, dass ich eine Planetenmünze dafür bekomme, dass ich drei Wegmänner besiege. Solange ich diese Aufgabe aber nicht offiziell bekomme, müssen wir den Gegner auch nicht besiegen. Ich ignoriere ihn also. Einmal drumherum und jetzt schauen wir mal, was dieses Bild uns zu sagen hat. Es war nicht einfach, doch Mutti brachte den Rabbits Kompetenz in den Bereichen Maschinenbau, Robotertechnik und Dörrfleischzubereitung bei. Die Rabbits begannen ihr regelrecht nachzueifern. So kamen sie dann auch zu ihrem Spitznamen Mutti. Ich glaube, mein Highlight in dieser Erzählung ist, dass den Rabbits beigebracht wurde, wie Dörrfleisch zubereitet wird. Okay. Seht ihr die Lücke zwischen den Containern? Ich frage mich, ob noch ein weiterer Container dazwischen passt. Ja, mit Sicherheit, mein lieber Mechaniker. Und da unten gibt es noch eine Finsterzeit. Noch ein Bild. Heute gibt es sehr viel Geschichte. Das finde ich aber toll, weil wir dadurch einfach viel mehr über Mutti und den gesamten Planeten erfahren. Mutti fing hier ein neues Leben an, doch es gab ein Problem. Ohne etwas, womit sie ihr Stromnetz füttern konnten, war es nicht möglich, den Planeten wieder aufzubauen. Es gab nur eine Alternative. Die Batterie aus dem Antrieb des wilden und wahnsinnigen mechanischen Marodeurs, der den Planeten nur aus Spaß auseinandernahm. Der mechanische Marodeur, der zum Spaß den Planeten auseinandernahm. Das klingt nicht toll, das klingt so ein bisschen nach den Hallodrinks, die wir selbst auf der Welt haben. Hallo. Der Stromkreis, der die Brücke aktiviert, wurde unterbrochen. Ihr müsst die Steuerung des Stromkreises finden und zurücksetzen. Alles klar. Na, jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht. Erstmal laufen wir dann nach oben. Ein Wegmann. Ja, dich möchten wir auch nicht wecken. Denn Wegmänner möchten schlafen. Oder schlafwandeln. Zumindest bewegt sich dieser hier. Komm. Den tricksen wir aus. Jo, hat gepasst. Hat gut funktioniert. Dann kriegen wir hier eine neue Erinnerung. Nicht unbedingt wichtig für das Spiel an sich, für die Geschichte. Außer man möchte die Erinnerungen lesen. Ah, weg hier. Oh, Glück gehabt. Aber wichtig, wenn man das Spiel theoretisch zu 100% durchspielen möchte. Falls irgendjemand von euch das machen möchte. So, was gibt es da oben? Oh, Bauelemente. Interessant.
Hier müssen wir wahrscheinlich einen Stromkreis schließen, oder? Damit der Strom komplett durchfließt. Oh. Mutti am Apparat. Super, Mutti, ein fliegender Untertasse. Kannst du mich hören? Over. Ich weiß nicht, was das... Schauen wir uns das mal an. Benutzt den Kran. Um zur Windmühle zu gelangen, müsst ihr den Kran da als Brücke benutzen. Mit Strom versorgen. Dafür müsst ihr die Steuerungseinheit von Kran wieder mit Strom versorgen. Such den Trafo. Auf der Plattform da drüben findet ihr dann einen Elektro-Trafo, okay? Gut macht er das. Dann müsst ihr nur noch den Stromkreis schließen, um die Energie einzuschalten. Und dann kann es auch schon losgehen. Over and out. Super. Also das mit meinem Funkrufnamen. Ich... Alles okay, Bipo. Lustig war es allemal. Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte Mutti noch besser sprechen. Ich liebe dieses Berlinerische. Ich liebe auch Berlin. Ich habe so das Gefühl, entweder mag man Berlin oder man mag es nicht. Ich gehöre zu der Gruppe, die Berlin sehr mag. Deswegen ganz liebe Grüße an alle aus Berlin. Und wie geht es weiter? Meine Lieben, tippt mal auf dieses Video, um mehr zu erfahren, um ein anderes tolles Video zu sehen. Bleibt katastisch!